Heute teste ich mit euch auf Wunsch kandierte Ingwerwürfel. Ich persönlich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas gibt, aber ich habe sie gefunden und zwar bei DM von der Eigenmarke, dieser DM Biomarke. Gekostet haben die jetzt 1,69 Euro und ich bin gespannt, wie die schmecken. Habe ich persönlich noch nie gegessen, ich bin ein Ingwer-Fan, aber wie das Ganze kandiert schmeckt, da schauen wir doch mal, freue ich mich drauf. Und jetzt begrüße ich euch natürlich erstmal noch recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Testvideo. Und wir starten direkt in die Großaufnahme. So, einmal in der Großaufnahme die Ingwerwürfel kandiert vom DM Bio aus biologischer Landwirtschaft. Hier seht ihr einmal, wie die ungefähr aussehen. Auch das Tütchen ist schön gemacht. Schöne Darstellung. 100 Gramm sind drin. Hier haben wir einmal steht Ingwerwürfel. Moment, scharf. So, Ingwerwürfel kandiert. Unsere kandierten DM Bio Ingwerwürfel sind süß und würzig scharf zugleich. Da bin ich mal total gespannt. Lecker als Snack für zwischendurch oder als Zutat für Desserts und Gebäck. Das finde ich auch spannend. So, wo haben wir denn was drin ist? Genau hier. Und zwar Zutaten 25% Rohrzucker und 25% Ingwer aus biologischer Landwirtschaft. Das klingt doch ganz gut. Hier haben wir einmal die Nährwerte. Das ist ein bisschen schwierig. So, ich mache das mal so. Ich glaube, dann kann man es ganz gut sehen. Und zwar hat das Ganze 355 Kalorien pro 100 Gramm. Davon sind 0,5 weniger wie 0,5 Gramm Fett, 79 Gramm Zucker und 4,3 Gramm Ballaststoffe, weniger als 0,5 Gramm Eiweiß und 0,06 Gramm Salz. Jetzt machen wir das Ganze mal einmal auf. Das Schöne ist, es ist wieder verschließbar. So. Aber ich glaube, ich habe es abgeschnitten. Also das war aber jetzt nicht richtig dann. Also ich finde hier nichts wieder verschließbares, aber macht nichts. Hier einmal der Blick in die Tüte. Es duftet auf jeden Fall. Ich hole mal welche für euch raus. So sehen die aus, fühlen sich auch ganz gut an und ich bin ganz gespannt, wir probieren die jetzt. Ja, ihr Lieben, und jetzt probieren wir mal diese kandierten Ingwerwürfel. Mal einmal schnuppern. Boah, der Ingwergeruch, der kommt richtig gut raus. Da bin ich mal gespannt. Süß, würzig, scharf. Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt. Los geht's. Okay. Das ist gar nicht meins. Vielleicht, wenn man es hätte lutschen können. Aber das ist sehr... Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich probiere es nochmal. Ja, so extrem weich. Die Schärfe ist gut. Aber diese Süße drumherum macht das Ganze ein bisschen seifig irgendwie. Also vielleicht im Gebäck ein bisschen besser, aber zum so mal... Snacken oder so ist es gar nicht mein Fall. Aber sie sind wirklich gut geschärft. Auch der Ingwergeschmack kommt gut rüber. Aber sie haben so ein seifiges Aroma. Und das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Ist natürlich Geschmackssache. Ich kannte überhaupt, dass man Ingwer kandieren kann, überhaupt nicht. Aber ich werde das mal verbacken. Vielleicht schmeckt das da besser. Es gibt ja immer irgendeine Möglichkeit, die Lebensmittel aufzubrauchen. So essen werde ich sie definitiv nicht mehr. Aber wie immer, alles tatsächlich Geschmackssache. Mir hat es persönlich jetzt nicht geschmeckt.
Deshalb kann ich hier leider keine Kaufempfehlung für rausgeben. Aber wer das mal ausprobieren will, es ist wirklich spannend. Nur mir hat es leider nicht geschmeckt. So ist das manchmal. Kennt ihr denn kandierten Ingwer? Findet ihr das lecker? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.